darf Sie wieder recht herzlich zu unserer Sonderauktion Ölgemälde 19. Jahrhundert am 17. April begrüßen. Wir haben für Sie wieder es geschafft, ein sehr umfangreiches, auch internationales Angebot an Ölgemälden für Sie zusammenzustellen. Der Bogen spannt sich wieder vom Biedermeier bis zum sogenannten österreichischen Stimmungsimpressionismus. Hier im Hintergrund sehen Sie gleich eines unserer Hauptstücke. Es sind hier zwei Stück der vier Apothekertafeln, die für die Apotheke zum Goldenen Löwen 1826 von Ferdinand Georg Waldmüller geschaffen wurden. Ferdinand Georg Waldmüller kam über die Miniaturmalerei, über die Landschaftsmalerei, Blumenmalerei, schlussendlich zu den Genrebildern. Hier sehen wir sein Gemälde Großmutter mit den drei Enkelkindern. Er hat es wie kein anderer verstanden, die Protagonisten seiner Bilder realistisch, wie aus dem Leben gegriffen, wie in einer Momentaufnahme zu erfassen. Wir sehen hier eine Großmutter mit ihren drei Enkelkindern. Sie hält einen Brief in der Hand, einen Notizzettel. Wir wissen es nicht. Wir können aber hautnah miterleben, wie das Enkelkind zu ihrer Rechten voller Begierde, was da drinnen steht, wird die Großmutter sie loben? Was ist es? Was wird da rauskommen? Im Hintergrund kann man sehr gut auch sehen, drei seiner Werke, die man heute identifizieren kann, die am Hintergrund dieses Stubeninterieurs zu sehen sind. Ein Blick hinaus durch die Küchentür. Es ist ein typisches bäuerliches Interieur, die er uns hier eben schildert. Ein sehr schönes zweites Beispiel ist das Gemälde Sonntagsruhe. Eine Mutter sitzt mit ihrem Kleinkind auf der Schoß, vom Licht beleuchtet, in der Stube und genießt den Tag. Ein schönes Beispiel für unser internationales Angebot ist dieses Gemälde von Nikolai Samrukisch, einem russischen Künstler, der für seine Jagdgemälde weitaus bekannt ist. Man sieht hier Zar Alexander III. Mit seiner Gemahlin, der Zarin Maria Fedorowna, auf der Jagd. Zar Alexander III. Hat es an und für sich verboten, Frauen mit auf die Jagd zu nehmen. Für seine Gattin Maria Fedorowna, selbst einer passionierten Jägerin, machte er aber immer wieder gerne eine Ausnahme, wie wir hier auch sehen können. Das Besondere an dieser Fuchsjagd ist, wie in Russland üblich, findet diese Jagd ohne Gewehre statt, sondern die Jagd mit den Hunden, in diesem Fall Borsai-Hunden. Im Hintergrund kann man so sehen, wie das kaiserliche Jagdfrühstück, auch eine Tradition, recht prächtig in Vorbereitung ist. Ich freue mich, Sie am 17. April zu unserer Auktion mit diesen und noch mit vielen anderen bedeutenden Werken begrüßen zu dürfen.